Hallo und herzlich willkommen beim Let's Play von Minecraft. Minecraft? Ja, Minecraft Infinity Evolved, das größte Modpack. Ich habe es ausgewählt, damit ich einfach mal wieder sehr lange mit euch zusammen, ja, auf eine Reise gehe. Und ich werde dieses große Let's Play eigentlich ein bisschen mit Challenges machen. Zuerst einmal, ich möchte gern sehr zukunftlich bauen. Und will auch so coole Sachen bauen. Deshalb habe ich noch Microblocks reingetan. Ich habe ja, verschiedene Mods, die ich noch habe aus dem Kingdoms Evolved Ding, das ja auch auf diesem Modpack basiert. Habe einfach ein paar Mods rausgenommen, die mir nicht gefallen hat, und habe wieder reingetan. Das Let's Play findet ihr in der Playlist. Und ich möchte gerne mit euch jetzt einfach mal reingehen und dann werdet ihr sehen, was alles anders ist. Aber ich habe nur ein paar Mods hinzugefügt, damit einfach auch das Spiel ein bisschen flüssiger läuft und alles mögliche. Hab ich Optifine drin. Ja. So, wir nennen es wieder Dragonia. Und machen aber ein Biome of Plenty rein. Und ja, stellen eigentlich die Welt, hä? Also, ich habe neue Mods reingemacht. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, welche Mods ich reingetan habe. Ah ja, Craftable Horse Armor. Weil ich das immer hasse, wenn ich nie, ja, Pferde reiten kann. Und ja, Custom NPC. Unbedingt muss ich den haben. Ich will ja auch ein paar NPCs haben. Und als Texture-Pack habe ich das, das weiß ich gar nicht, wie das heißt. Können wir gleich mal schauen, aber wir sind jetzt hier vor einem Stein scheinbar, der unsichtbar ist. Sollte eigentlich jetzt langsam gehen. Vielleicht ist es von Optifine oder so, dass es gerade nicht so geht. Jetzt. Also, machen wir mal J. Geht die Map auf und da machen wir mal kurz einen Waypoint mit Spawn. Hä? So, und das machen wir orange wie immer. Oder goldig wie immer so. Also, oh, Bambuswald. Wir sind einfach mal in einem Bambuswald. Ja, es wird jetzt ein bisschen lecken, bis alles regeneriert wurde. Ja, kann man damit hier etwas bauen oder so? Bambus-Setzling, Bambus-Bretter. Wir machen irgendwie etwas Asiatisches am Anfang wahrscheinlich. Aber Hauptsache, wir haben ein paar. Aber wir brauchen ja Bäume. So kommen wir da nicht viel weiter. Wir spielen auf leicht, eventuell später sogar auf schwer. Ja. Muss ich mal kurz gucken, wo da Bäume sind. Das ist nämlich eine Wüste. Ah, das ist eine Wüste. Das sieht aus wie ein, wie eine Schneelandschaft oder so. Hoppla. Ich muss ein paar Hühner haben. Was ist denn das? Hm. Ich glaube, der World Generator macht immer so Junk-Fehler. Das ist einer dieser, ja, nackten Koordinaten, oder? Okay. Manchmal hakt es auch ein bisschen, eventuell ist gerade etwas generiert. Aber es sollte eigentlich sonst flüssig sein, hoffentlich. Ja. Aber ich finde gerade hier nirgends Bäume. Da drüben ist eine Landschaft. Oder kann man die als Bäume setzen? Ja, wir sammeln jetzt hier mal ein bisschen Holz. Ja. Sonst kommen wir nie vorwärts. Okay. Das geht wenigstens. Okay. Aber wir brauchen mehr Holz. Dann nehmen wir noch ein bisschen Holz. Fast Leaf Decay ist auch drin. Einer meiner Lieblingsmods, weil endlich das
ja, das Laub nicht da bleibt und so. Und hier ist scheinbar Mistcraft, an einem Portanio ist das. Hm. Mistcraft ist ja mit den Welten, glaube ich. Ja, Portanio meinte ich auch. Hm. Da haben wir auch noch einen Baum. Wir gehen wahrscheinlich dort zur Ebene, dann sind wir ein bisschen sicherer. Im Bambuswald sind wir so ein bisschen ja, eingegrenzt. Ja. Da unten ist irgendwas. Ah, das ist so ein Erz aus Towncraft. Ja, aber hier haben wir wirklich gerade nichts. Ja. Eventuell muss ich halt etwas runterstellen, wenn Optifine halt wieder nicht flüssig läuft. Das ist ein Korallenriff, cool. Hm. Ja, ich bin mal gespannt. Also, ob wir hier gut bauen können. Ja, ein Dorf ist sogar dort. Ich sehe es gerade auf der Minimap. Sehr gut. Ein toller Start. Das ist ein Imbern. Genau. Die Bambus-Setzlinge können wir anpflanzen. Was ist das? Porzellansternchen. Hm. Sogar ein Dorf, das recht gut geschützt ist. Weißes Windröschen. Oh, komisches Haus. So ein Haus habe ich noch nie gesehen. Ja, eventuell gehen wir in die Nähe dieses Dorfes, aber schützen das Dorf natürlich auch ein bisschen. Wie komme ich jetzt hier nach oben? Also, wir bleiben kurz im Dorf. Eine Schaufel, wow. Das brauche ich nicht. Ihr müsst mich unbedingt, ich müsst mir ein bisschen helfen, weil ich keine Technik, bei Technik komme ich nicht so draus. Da muss jemand einfach helfen und, ja. Dass ich einfach ein bisschen die Grundlagen schon mal kenne. Jetzt muss ich das immer nachschauen und das ist relativ nervig. So. Die Schmiede kann auch ein bisschen umgebaut werden. Ach, das muss ich noch machen, bevor es dunkel wird. Ja. So. Können wir den, die Öfen noch mitnehmen? Ja, im Turm ist scheinbar nichts. Hier haben wir noch Bücherregale, die können wir auch mal noch holen. Hier ist scheinbar auch nicht so viel. Die können wir auch mal holen. Und hier haben wir noch... Ja, das ist relativ gut. Aber wo wollen wir eigentlich sein? Irgendwo da drüben am See oder so. Bisschen weiter weg vielleicht. Oh, in der Savanne, ja. Savanne ist jetzt nicht genau dieses Biom, das ich gerne möchte, aber ich denke, wir werden dort oben auf dem Tafelberg wohnen. Hä? Hm. Ich sehe so viele Sachen, die ich noch erkunden muss. Aber hier oben auf dem Tafelberg ist eigentlich perfekt. Da kommen wirklich viele Gegner nach oben. Sind die Sachen jetzt drin? Ja. Wir haben kein Geräusch gehört. Da ist sogar noch ein Dorf. Gibt's das? Ey? Ich muss jetzt hier nach oben, sonst sterben die Dorfbewohner noch. Alle ab. Weg. Also. Ab. Jetzt muss ich weiter nach oben. Gleich mal hier ein bisschen abbauen. Ja, da haben wir keine Axt schon. Ein bisschen. Oh, nein. Jetzt. Ja, man muss sich so einquetschen, das ist nicht so praktisch. Aber ich habe es ja geschafft. Also ich gehe jetzt hier einfach oben. So.
Ja. Und hier werden wir unsere Landschaft machen. Hier haben wir offensichtlich keine Hexe. Nein, es ist keine Hexe, aber es ist irgendwie ein Spawner hier unten drunter. Ja, da müssen wir aufpassen. Nehmen wir das noch nicht mit. Doch. Nehmen wir es mit. Gewöhnliche Schatz nehme ich auch mit. Und Eisenbahn nehme ich auch mit. Ne? So. Gehen wir weg von dem. Naja, können wir es ja dann weg. Also gehen wir in dieses Biom. Ich weiß jetzt gar nicht, wo ich hin soll. Also dieses Biom ist schon ein schönes Biom. Ach komm, wir gehen ein bisschen weiter. Wir werden schon nicht sterben. Aber hier drauf will ich nicht so gerne sein. Ah ja. Ich bin nie gerne irgendwo oben drauf. Ich bin so gerne irgendwo ein bisschen steckt oder so. Oh. Wir machen ein Labor. Genau so ein Labor, was ich unter dem OP Tower machen wollte, bei Wild, auf dem Wild-Server. Alles in Sumpf, okay. Gehen wir in. Ja, wir gehen in dieses Biom. So eine Mars-Oberfläche. Tropenholz. Das sieht aus wie eine Mars-Oberfläche. Wir gehen zu diesem Berg dort, hä? Das ist Lehm, ja. Ich nenne es immer Lehm, irgendwie ist es doch Lehm. Nicht Ton. Was ist das für, also das ist Savanne, hä? Gut. Ja, dann müssen wir eigentlich wirklich zu diesem Biom gehen. Sieht schon cool aus. Und schauen wir mal, was wir hier haben. Lush Desert. Ist irgendwie toll. Komm, wir bleiben mal hier drauf. Und werden uns dann ein bisschen umschauen im nächsten Tag. Also, wir brauchen Eisenbahn. Und mit den 10 Bahnen machen wir eine 10 Axt. Hä? So. Jo. Dann werden wir den Ofen hier hin machen. Koks. Will ich Koks haben? Alles mal rein. Das könnte ich aufmachen. Bruchstein haben wir hier, Plättchen haben wir. Materialien. Okay. Bambussetzlinge können wir nicht hier hin pflanzen. Also dort ist ein anderes Dorf. Es ist denn ein anderes Biom hier? Scheinbar schon. Wir haben überhaupt nichts anderes. Ja, ich denke, wir müssen schon ein bisschen unterirdisch. Ach komm. Gehen meinen. Und zwar. Ja. Komm, wir müssen hier rein. Wir müssen jetzt meinen. Dafür haben wir jetzt auch das Eisen aufgebraucht. Eine gute Spitzhacke. Ja. So. Sehr dunkel. Ich mach mal ein bisschen heller. Ha? Ja, es hat auch immer noch so dunkel, dass man fast nichts sieht, aber ich werde Kohle finden. Ja.
Ja, jetzt haben wir sehr viele Steine, verschiedene Steine hier schon. Das weiß ich jetzt gerade nicht, was es war. Bernstein. Ja, ich muss es hell machen, sonst sehe ich überhaupt nichts. Ich sehe eigentlich immer noch nicht viel. Ja, heller geht's nicht. Wir müssen einfach Geduld haben, wir bis sie Kohle haben. Oder ein bisschen das Video heller machen. Sonst was. Ja, was ich da am besten machen soll. Aber keine Kohle. Nur irgendwas anderes drin ist das. Ich kenne das Texte-Pack nicht so gut. Soatex, genau, das lag mir auf der Zunge. Gut. Dann mal ein bisschen Kupfer. So gut, das bräuchten wir sehr dringend. Ein paar Maschinen. Ich kenne mich immer nicht so viel aus. Ich muss mich also am besten ständig halt einfach ein bisschen helfen. Wenn ich irgendwo nicht rauskomme, dann helfen. Ja, ich muss es alles lernen. Ich war immer der, der zugeschaut hat oder nie etwas verstanden hat. Favorit. Aha. Und das? Olivin. Olivin ist Projekt Red. Nochmal. Okay, und das ist Aluminium. Aha. Boah, ich bekomme irgendwie so fast Augenschmerzen über von dieser Dunkelheit. Das ist nicht gut, wenn ich so. Was ist das? Ah. Ich habe die Axt. Ich dachte, es wäre etwas Starkes. Ja, das ist halt problematisch, wenn man nicht sieht. Ah, da haben wir endlich mal Kohle. Heieiei. Der Mod tut wieder alles Kohle entfernen, oder was? Ich hatte mal einen Mod, da hat man gar keine Kohle gefunden. Weil alle anderen Mods sie entfernt haben, weil so viele Erze da waren. Der Mod hatte sicher 60 verschiedene Erze. Nur in der normalen Welt. So, also, Kohle, da ist Lava, das habe ich gehört, ich höre alles, haha, aber das ist ein bisschen, oh, Blei ist sehr zäh, hä? Unter Wasser schon. Da haben wir schon was. Was ist das? Steinsalz? Kenn ich gar nicht. Du hast das geändert. Hellgrüne Stein. Da oben haben wir noch ein bisschen. Also eben, ich werde riesige Forschungsanlagen bauen. Ich werde Raketen bauen, Atombomben. Ich werde sogar wahrscheinlich ins Weltall mal gehen. Einfach so machen, als würde ich ins Weltall reingehen. Oder vielleicht haben wir Missgriff drin? Ich glaube schon. Missgriff ist sicher drin. Sonst mache ich es dann noch rein. Und dann mache ich eine Voidwelt, wo wir Raumschiffe bauen oder so. Als größere Herausforderung. Ja, ich möchte einfach ein paar Challenges haben und das ist einfach, dass ich nicht mittelalterlich bauen werde. Das Texte-Pack ist, das Mod-Pack ist sowieso nicht so gemacht für Mittelalter. Es hat viele Mods drin, die nicht mittelalterlich sind und ich möchte mich einfach ein bisschen konzentrieren. Und eben, dass ich Raumschiffe und so bauen will oder muss. Und dass ich auf euch hören muss. Also wenn irgendwas
ihr wünscht, dann muss ich auf euch hören. Oh, sie wird noch böse. Ihr seid nämlich ganz böse Zuschauer. Ganz böse. Sehr böse. Oh. So, Wille. Oh. Hallo, noch ein. Nein. Ah, das ist jetzt ausgewählt. Ja, die Anzeige ist nicht so gut in diesem Textspekt. Also, man sieht gar nicht, was ausgewählt ist. Aha, man kann sogar austauschen. Okay. Also, wir nehmen Zinnkupfer. Das müssen wir, glaube ich, zusammen schmelzen mit einer Schmelze. Das haben nämlich einfach 10, da haben wir am meisten. So, der. Okay, haben wir das wieder. Dann gehen wir wieder nach oben, hä? Und beenden Part, schon bald wieder fertig ist. Weil YouTube doch immer so Probleme hat mit zu langen Videos. Nein, ich möchte keinen Ton, ich möchte Bruchstein benutzen. Ja, es ist wirklich nicht gut zu sehen. Beides braun. Ja, es ist recht wenig hier gewesen. Also ich habe alles gefunden, oder? Schauen wir mal, ob Tag ist. Ja. Gebrannte Zone. Da hat es Schweine. Wir gehen hier unten etwas anpflanzen, oder? Machen wir noch, oder im nächsten Part dann. Ein bisschen habe ich Zeit, gut. Also, ich muss einfach dann wissen, wie die Mods gehen. Ich kenne fast keinen, ja, relativ wenig Mods. Ich mache jetzt einfach mal, ja, Eisen haben wir nicht. Das rein. Und Zinnerz, ja. Passt am besten. Oder Blei. Nein, sehen wir jetzt. So. Machen wir mal Salz, machen wir Diorit, Marmor, Diorit. Machen wir das mal auf. Gold haben wir noch gefunden und einen Trank. Schnelligkeit. Ja. Hier machen wir rein die Goldmünzen, Sinnbeerbusch und eine Enderperle und das mache ich hier rein. So, dann müssen wir eigentlich noch anpflanzen den Bambus. Den Bambus pflanze ich jetzt mal hier rein. Noch ein paar tropischen Garten. Nehme ich auch mal mit. Und dann pflanze ich mal an. Hä? Wir machen dann natürlich im Labor unten die Bäume, also alles hin pflanzen. Oder auch im Turm. Ich weiß auch nicht, was ich genau nehmen machen soll. Aber so ein Turm wäre cool. Ihr dürft gerne entscheiden. Also entscheidet dieses Let's Play für euch. Schreibt mir viel und ja, ich bin mal mega gespannt, was ihr dann so für Ideen habt. Oder jetzt schon eben. Akaziensätze. Also, mehr haben wir nicht zum Anpflanzen. Die Wildblumen beim Pflanzen so. Oder irgendwo anders. Die Kakteen können wir mal wegmachen. Ja, die werden wir sowieso finden. Dass die einfach weg sind hier. Die pieksen. So. Also dann essen wir nochmal etwas. Einfach Hunger haben. Ja,
ja, Apfel. Weiß jetzt sonst nichts, was ich am besten essen soll. Ah, da gibt aber auch noch viel an Unterteil, oder? Naja. Also, die Musik muss ich halt leise machen. Sie laut ist, aber jetzt ist es angenehm, ne? Ja, das war der erste Part. Dieses Projekt kommt abwesend mit Ephemod. Und ja, eben wenn ihr Wünsche habt, Verbesserungsvorschläge und so weiter, dann dürft ihr gerne das mir schreiben. Und eben die Challenge werde ich auch nach unten hinschreiben. Schickt mir mehr Challenges und ja, einfach, dass wir mega viel Spaß haben und ja, nicht allzu nervige Challenges, bitte. Ja, nächste Part kümmern wir uns um den Garten hier unten und um das Dorf und schauen uns noch ein bisschen um, hä? Jo, Dankeschön fürs Schauen. Bis zum nächsten Part. Euer Dragobastler. Tschüss.